Es war wie im Paradies. Alles perfekt. Das Wetter perfekt, die Umgebung perfekt. Und das Beste war, das Miteinander war ganz wunderbar. Es gab nur eine Sache, die sie irgendwann merkte, und zwar, wenn er das eine über sie rauskriegen würde, dann wäre alles zu Ende. Die Losung für heute, die steht im ersten Buch Mose. Da heißt es, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes. Angst. Das stand schon ganz am Anfang. Die Angst davor, entdeckt zu werden. Die Angst davor, dass es aus ist mit der Liebe. Die Angst davor, vor einem Donnerwetter. Die Angst davor, rausgeworfen zu werden, dass alles zu Ende ist. Die Angst davor, sich selber ins Gesicht schauen zu müssen. Dann doch lieber sich verstecken. Hinter Bäumen sträuchern oder hinter Sätzen. Sie war's. Sie hat angefangen. Ich schaff das schon, kein Problem. Wenn alle das machen würden, dann würde ich es auch tun. Aber so macht es doch keinen Sinn. Viele Sätze, hinter denen man sich verstecken kann. Hätte es damals eine andere Möglichkeit gegeben? Gibt es heute eine andere Möglichkeit? Was wäre gewesen, wenn die beiden zu Gott gegangen wären und gesagt hätten, was wirklich los ist? Wir haben dich enttäuscht. Wir haben es nicht geschafft. Gott will keine fromme Version von uns selbst. Gott will nicht, dass wir ihm unser aufgeräumtes Wohnzimmer zeigen, in unseren besten Klamotten und der allerbesten Laune uns ihm präsentieren. Gott will, dass wir vor ihm, mit ihm so sind, wie wir wirklich sind. Und auch mit den Untiefen, die wir selber noch gar nicht kennen. Denn Gottes Ziel mit uns Menschen, mit der Menschheit ist, uns zu verwandeln, uns Freiheit, Kraft, Mut und Besonnenheit zu schenken. Geben wir ihm die Chance dazu. Amen.